Es gibt ja die umgekehrte Variante, also nicht die, von die der Thomas, über die der Thomas erzählt hat, sondern es gibt ja auch Österreicher, die nach Griechenland fliehen, um ein besseres Leben zu haben. Ich weiß, es wird oft verschwiegen, aber es gibt es tatsächlich. Und diese Geschichte erzählt von so einem traurigen österreichischen Schicksal. Ich muss dazu sagen, es ist auch ein Sirtaki, der jetzt kommt. Es ist der erste steirische Sirtaki. Mit so einem kleinen Rappteil auch noch dazwischen. Also auch ein bisschen was Modernes dabei. Über dieses österreichische Schicksal. Feld. Feld. Ich wohne in Fürstenfeld. Und hab kein Geld. Muss weg aus Fürstenfeld. In die Welt, weil in Fürstenfeld auch jeder bellt. Athen ist schön, das hab ich so nicht gesehen. So schön, Athen. Irgendwann bleib ich dort und dann, nun geht's mir wieder gut, nun geht's mir wieder gut. Mir hab ich das so bald gehabt. Ich mach da ein Restaurant auf die Taverne Fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld ja überhaupt schon gar nicht fällt. Panierte Gyros und den gespritzten Rezina und ich geb Magi ins Tzatziki, schlag ob es aufs Baklava. Da werden schon schon die Hellenen, wie der Österreicher kocht und überall in der ganzen Stadt wird gelassen, wer das Top-Bifteki macht. Draußen vorm Lokal die Schlangen, dass die Leute ihn ummacht, vor allem am Freitag, Samstag, Ruhetag, nie mehr muss ich steuern zu einem lieben Schatten vom Olivenbaum, wenn alle da am Zwieder sind. Bitte. Okay. Aber das wird noch schneller. Ich mach da ein Restaurant auf die Taverne Fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld nicht für zu flacke Knädel und der Red Bull Rezina und ich geb Maggi auf den Fetter Uso in den Uhudler, das sag ich da. Da werden schon schon die Athener, wie der Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer's beste Moussaka macht und draußen vorm Lokal die Schlange, wer soll bei mir fressen wollen. Freitag, Samstag, Ruhetag und nimmer Tipper steiern, so glücklich im Schatten vom Olivenbaum. Alle da haben's wieder sein, ein Bottel Rotwein in der rechten und die Fürs im weißen Sound. Links ein wunderschöne Griechen Butter mit dir umeinander. Ruder, Entschuldigung, nein, Ruder, Entschuldigung. Gott, ein, Gott, das ja, außergewöhnlich. Ja, was essen? Kann passieren, oder? Bin auch noch einmal. Also Ruder mit dir umeinander und weit und breit, kein Schneematsch, weit und breit, kein Alltagsstress, nur mit dem zuckersüße Leben in Griechenland, hey, Alter, gibt er das? Ich lebe in der großen Welt und pfeif komplett auf Fürstenfeld. Du, na Moment, es ist anders gekommen. Allein, allein, bin ich allein. Und Ghost gibt's keinen. Allein, wo du sollst allein. Allein, kann er sich wehwahn. Jetzt kommt der Reptil. Der Jorge schaut bei mir vorbei, er lädt ihn auf und Uso ein. Seit der Krise Hockenstadt und irgendwie tut er mir leid. Ich mach ihn schnell zwar Musaka, ein Kerne mag der Jorge auch, weil er es täglich dreimal frisst in Schladming, wo er Kölner ist. Der Tourismusarbeiter, verstehst? Und dann ist mir's eingefallen, warum? Jetzt ist klar, warum keiner zu mir essen kommt. Die sind alle in Österreich, weißt du, zu bunt. In Salzburg, Villach, Götzi, Siegerts, Kirchen, Radlbrunn. Admont, Afflitz, Altach, Eigenboden und darum. Und ganz sicher Hackeln, auch schon für Graz. In Sinabelkirchen, nur nicht in Stenaz. Es gibt kein Griechen in Stenaz. Es gibt kein Griechen in Stenaz. Weil ich auch kein Griechen in Stenaz. Aber ein Hirnhof, Hornpföll und natürlich Rätz. In Schlindspitz, Stummgöss, kann und Mölz. In Fucking Bucking Dexing und Maria Lankowitz. In Feistel, Fattis, Glocknitz, Gamlitz und der Donowitz.
Auf die Scheiße, Flacki, Kacki, ich brauch jedes Mal an Raki. Jetzt der Sticki, ihm zur Zicki. Und die ganze Zeit, du Biggi, weil putzen kommt mir keiner. Ich zerschmeiß im Köller Döller und die Auslagschein mit Steiner. Zünd das Öllern von die Fritten und bald brennt die ganze Hitten. Ich hab da schon genug erlitten, mit der Hitten voll Schlitten. Ich möcht euch nur um was bitten, weil ich muss mich da jetzt schleichen. Vielleicht kennt man wer was leichen und mein Steuerschuld begleichen. 15.000 müssten reichen, mit dem Braun der Mittler schmieren. Kann man Versicherung kassieren und dann borgt mir der das Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld. Ich brauch nur das bisschen Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld.